Keine Chance. Hau ihn, los! Ah ne, erstmal wollen wir den Fehlercode lesen kurz. Der untere Grenzwert von Bauteil B28 Saugrohrdrucksensor ist unterschritten. Eigentlich braucht der Krankenwagen mal wieder ein bisschen Liebe. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video hier auf Freundschafts Paradise. Ja, wir sind gerade aus Schweden zurückgekommen. Einen Tag hatten wir off und jetzt geht's schon direkt zum nächsten Event. Wir fahren Richtung Bodensee und zwar tatsächlich nicht zum Arbeiten. Diesmal wird es, glaube ich, ein sehr schönes Event. Und zwar hat uns Frontrunner zu einem, ja, wie soll ich sagen, Influencer, Networking, Kooperationspartner, Meetup eingeladen. Es sollen richtig viele Leute da sein, die mit Frontrunner zusammenarbeiten, bei YouTube, bei Insta und auch in anderen Netzwerken, keine Ahnung. Und ja, da sind wir natürlich auch am Start, dürfen nicht fehlen. Ich meine, immerhin arbeiten wir jetzt seit knapp 5 Jahren mit Frontrunner. Und wir fahren mit dem Krankenwagen. Wir bedeutet, der René ist natürlich auch wieder am Start. Der macht da gerade irgendwie... Was machen die da, Alter? Was ist mit euch schon wieder? Scheiße, man ist hier hart. Und Maike hat einfach keine Chance. Hau ihn, los! Naja, auf jeden Fall kommt René mit. Yes. Maike ist wandern mit den Hunden. Das heißt, Loki und Paul werden mit Maike wegfahren übers lange Wochenende, denn heute ist Vatertag. Oh, ich muss meinen Vater anrufen. Das mache ich auf der Fahrt. Ganz wichtig. Genau, und ansonsten, ey, wir nehmen euch einfach mit und schauen mal, was so passiert. Ich glaube, wir gehen wandern. Ich glaube, wir werden auf dem Bodensee ein bisschen Boot fahren. Keine Ahnung. Frontrunner hat auf jeden Fall einiges vorbereitet. Und ich bin mal gespannt, ob der Krankenwagen fährt. Ich muss nämlich jetzt vielleicht vor der Fahrt nochmal kurz einen Fehlerspeicher löschen. Super. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir da überhaupt ankommen. Also, viel Freude beim Schauen des Videos und bis später. So, seit einiger Zeit haben wir hier eine Motorkontrollleuchte an. Die ist aber immer so lange an, bis ich sie lösche und dann ist sie einfach auch die ganze Zeit wieder weg. Und bei irgendwelchen komischen Sachen geht sie dann wieder an. Und ich glaube, es ist irgendein komischer Drucksensor oder sowas. Also irgendein Sensor, der nervt. Und ich habe hier mein Auslesegerät, Dieselmotor, 6-Zylinder, Linkslenker, System auswählen. Ich weiß schon genau, was wir hier machen müssen. Antrieb, CDI, 6-Zylinder, Zündung einschalten, okay. Genau, hier, DTC löschen. Ah ne, erstmal wollen wir den Fehlercode lesen kurz. Der untere Grenzwert von Bauteil B28 Saugrohrdrucksensor ist unterschritten. Ich hätte das natürlich auch schon mal vorbereitend googeln können, was das Problem ist und das einfach austauschen. Habe ich aber nicht. Jetzt löschen wir den Fehler einfach wieder und dann wird es schon funktionieren. Wir sehen uns am Bodensee, Freunde. Hast du Bock? Junge, ja. Junge, ja. Ja. Das ist das, was ich hören wollte. Ja. Bis später. Eine Ewigkeit später. René, da sehe ich uns. Ja, ich uns. Da sehe ich, oh Alter, ist das geil. Freunde, wir sind fast da. Also wir sind quasi da. Wir sind an der Lochmühle in Eigeltingen. Jetzt können wir es euch ja verraten, wenn das Video rauskommt, ist das Event ja eh schon vorbei. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin. Alter, ich will dabei. Hätten wir mal das Cake dabei. Tja. So, the question is... Hey, Michelle hatte doch einen Standort geschickt, wo wir hin müssen. Das ist korrekt. Ja. Alter, ist hier viel los. Ist ja unangenehm. Da, Frontrunner, ich hab's genau gesehen. Michelle. Geschlossene Gesellschaft. Hallo, Michelle. Einmal da durchfahren, bitte. Okay. Ja, ich bin gerade überfordert. Ich melde mich gleich. Thank you.
Also der Krankenwagen hat übrigens hervorragend durchgehalten. Das einzige Problem ist tatsächlich, die Öllampe ist zweimal angegangen. Während der Fahrt hat ein bisschen geblinkt und ist dann wieder ausgegangen. Ich habe natürlich nicht angehalten, um das Öl zu überprüfen, weil der Motor ist heiß und das macht gar keinen Sinn. Deswegen lassen wir den jetzt mal ein bisschen stehen und dann gucken wir gleich mal zusammen, was denn der Ölstand so sagt. Weil ich habe zu René noch gesagt, eigentlich braucht der Krankenwagen mal wieder ein bisschen Liebe. Korrekt, ich habe auch ein Wespennest in meinem Krankenwagen. Ich sag mal, ja, vielleicht brauchen wir wirklich mal ein bisschen Liebe und Bremsflüssigkeit in so einen Scheiß sollten wir vielleicht auch mal wieder tauschen. Ja, ansonsten, hier steht gerade Bommel und Manu Schalldose und so ist da. Da ist Bommel, zwei von Frontrunner, Nacke und Michelle, genau. Ich habe nur was Gutes über dich erzählt gerade. Ich habe nur was Gutes über dich erzählt gerade. Ja. Ich kann meinen Namen vergessen. Nee, ich wollte Shelly sagen eigentlich. Ja? Okay, also Shelly ist auch da. Genau, und jetzt kommen einfach irgendwie jetzt heute im Laufe des Nachmittags die Leute. Und dann schauen wir mal, was die Woche, beziehungsweise das lange Wochenende hier so bringt. Das Wetter ist leider nicht so geil. Aber wir wollen es noch nicht beschweren. Wir hatten ja gerade den puresten Sommer in Schweden. Von daher, beste Leben. Freunde, der Platz hat sich auf jeden Fall mittlerweile echt gefüllt. Guck mal hier, ihr habt ja schon die ersten Eindrücke gesehen, hoffentlich. Da vorne ist Lennart. Ja, ich weiß gar nicht, den kennt ihr vielleicht auch schon. Fotograf, richtig guter Fotograf von German Romas. Mega geil. Ja, und jetzt heißt es Essen fassen. Die Crowd hat auf jeden Fall richtig Bock. Und Hundeparty des Todes. Und wo ist Paul? Der ist natürlich wieder wandern mit der lieben Maike. So, ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Gibt es jetzt was zu essen? Ja! Yeah. Was gibt's zu essen? Barbecue aus dem Smoker. Oh, bin gespannt. Sagt man das so? Ja, schon. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das sagt man so, ja. Ey, wisst ihr, was richtig wild ist? Ein Sprinter mit zwei Dachzelten und dieser übertriebenen Leiterverlängerung. Richtig heftig. Ich wollte euch mal kurz das Getränkelager fürs Wochenende zeigen. Aber ihr wisst ja, für mich 0,0. Uiuiuiui. Alter, wenn hier die Tür zu ist, ne, hast du auch einfach geschissen, bis der Nächste kommt und da sein Bier holen will. Ja, und da vorne ist irgendwie unsere Lagerfeuerstelle. Und es ist eh alles super wild, weil hier gibt es Esel und ganz viele andere Tiere. Ist schön, ist echt schön hier. Was mir übrigens gerade einfällt, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich hier schon mal war, aber mir wurde gesagt, dass hier die Adventures Hauszeit mal war, ne? Ja. Ja, ich war hier nämlich schon mal vor 5 Jahren oder so. Und hier gibt es auch irgendwie so ein, ja, Tierpark, Streichelzoo. Es ist richtig wild hier. Also an alle, die sich mit Messen auskennen, Adventure Southside ist hier auf diesem Gelände. Ist richtig verrückt. Fuck, fuck, fuck. Das Essen ist ja noch gar nicht fertig, sag mal. Aber das sieht auch gut aus hier. Oha. Die richtig, da ist die Lokomotive am Start hier, du. Hoi, 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 hoi. Junge, 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 Junge. Ist das irre? So, Leute, wir hatten hier einen wunderschönen Abend mit leckerem Essen. Gab es irgendwie Fleisch vom Smoker, richtig geil. Ja, René und ich werden das Wochenende im Krankenwagen verbringen. Das klingt komisch. Total romantisch.
hier auf 1,20. Ich freue mich ja tatsächlich, dass ich auch mal wieder mit dem Krankenwagen unterwegs sein kann. Das ist echt geil. Freust du dich auch? Ja, voll. Ja, schön. Wehe, du kuschelst mich an. Ich kuschel dich nicht an. Ich schlafe, glaube ich, einfach in der Dackelgarage. Unten? Ja. Boah, ist okay. Nee, du schläfst da. Egal, auf jeden Fall, morgen steht eine Wanderung auf dem Plan. Aber mehr dazu dann morgen. Bis morgen. So, Freunde, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gehört, wir gehen jetzt wandern. Ich habe gehört, du bist noch nie 15 Kilometer gewandert. Das ist gar nicht richtig. Okay, dann werden wir es ja sehen. Bin ich schon mal 15 Kilometer gewandert? Mit mir nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, ob du das schaffst. Also ich sag mal so, ich bin hier perfekt ausgestattet. Wanderschuhe am Start. Halbe Wasserflasche noch. Brauchen wir sonst noch was? Hast du einen Riegel? Nee. Hast du einen Riegel? Natürlich habe ich einen Riegel. Wo ist mein Riegel? Ich brauche noch einen Riegel. Wo ist der Kühlschrank? Das ist auch nicht so schlecht. Oh, hier gibt's Riegel. Jetzt müssen wir natürlich ausblenden. Werden wir den Riegel mal probieren. Ohne Werbung zu machen natürlich. Die Leute sehen auf jeden Fall alles schwer bereit aus. Irgendwie viel bereiter als ich. Egal, wir kriegen das hin. Bis später. Bitte die Situation gerade beschreiben. Die Gruppe hat sich aufgeteilt und die Hälfte fehlt und ist irgendwo bergab gelaufen, wo wir bergauf gelaufen sind. Schwierig. Toll. Wir stehen jetzt hier gerade und warten. Okay, Freunde, Nako und Michelle haben die Nachbrut gefunden. Weiter geht's. Im Schneckentempo voran. Wir haben übrigens 4 Kilometer von ungefähr 15 geschafft. In 2 Stunden. Ja, cool. Ich wäre ja gern er. Ja. Junge, bester Job. 2 Stunden später. Hä? 2 Stunden später. Ziemlich genauso geil. Echt? Ja, wir haben zwischendurch die Hälfte unserer Crew verloren. Naja. Wartest du seit 2 Stunden hier auf uns? Nein. Sport. Ich konnte ja ungefähr abschätzen, wann die hier eigentlich. Ja. Guck dir das an. Aber das war doch nichts. 2 Stunden später haben wir es geschafft, Freunde. Du weißt doch die Piratenregeln. Wer zurückbleibt, wird zurückgelassen. Tja. Ja, haben wir auch gesagt, aber war der Rest nicht mit einverstanden? Kann man ja erwascht. Gut, Freunde, weiter geht's. Wir haben uns entschieden, die kürzere Route zu nehmen. Ich glaube, das macht mit der großen Gruppe auf jeden Fall Sinn. Ich find's auch gut. Theoretisch ist es easy, ich weiß nur nicht, wie sehr das wackelt, Junge. Dreh mal um. Bravo, bravo. Ja, jetzt kannst du es auch machen. Nee, ich möchte das nicht. Du hast gesagt, nicht alleine. Benny ist schon gelaufen. Nur wenn du mitgehst. Nee, ich gehe nicht mit. Komm, wir laufen. Ich fall da rein. Gemeinsam. Händchen halten. Wir laufen gemeinsam. Ich laufe im Wasser lang. Ich halte die Kamera. Congratulations. Ey, es war auf jeden Fall wirklich. Wir haben es übrigens wieder geschafft, Freunde. Ich traue mich nicht, darüber zu laufen. Kein Bock, nass zu werden. In der Entenscheiße vor allen Dingen. Ist so. Wisst ihr, was witzig ist? Hier laufen überall Tiere frei rum. Und da laufen zum Beispiel Karnickel rum. Hier so Renés sind auch am Start. Milas laufen nicht mehr frei rum. Wegen den Karnickeln. Da ist ein Baby. Guck mal, wie süß. Chicken Nugget. Chicken Nugget. Family. Ja, brüll sie an. So, Freunde, die Crowd bewegt sich mal wieder Richtung Essenssaal. Endlich wieder Essen. Endlich wieder Essen. Manu hat auch schon richtig Bock. Frank von Peinpilz ist gerade gekommen. Und Lukas ist auch da vorne. Nacke ist auch wieder am Start. Wir haben alle Hunger. Wieder auf Kopf. Bin gespannt, was heute Leckeres gibt. Wir werden hier, der Tag besteht hier quasi nur aus draußen sein, essen, trinken. Für mich natürlich nur 0,0, ist klar. Und essen. Das ist mega.
die Frontrunners wissen schon, wie man hier sowas macht. Mega gut. Also ich weiß nicht, ob wir uns verstehen können. Wir haben uns gerade sehr nett unterhalten. Jetzt ist halt hier DJ am Start. Wir sehen, die Crowd ist am Tanzen. Da stehen sie schon auf. Da ist der DJ. Ich verstehe nichts. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder was wir gestern noch gemacht haben. Wir waren auf jeden Fall sehr lange am Lagerfeuer. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gibt es hier irgendwie da vorne eine Alpaka-Party. Moin, Bros. Was haben die für eine Mission? Hi. Hallo. Guten Tag. Ja, unser Plan ist jetzt auf jeden Fall, wir werden jetzt eine Runde Boot fahren auf dem Bodensee. Wir haben einen Linienbus, oder einen Linienbus, wir haben einen Bus. Ich bin der Kapitän auch, ja genau. Und wir fahren jetzt gesammelt im Bus zum Bodensee und dann gibt es 3 Stunden Bootsfahrt über den See. Bin gespannt. Ja, bis gleich. Wir sind am Bodensee. Ja, witzig. Ich habe die ganze Fahrt übrigens geschlafen. Toll, jetzt bin ich wieder fett. Guck mal, ist da, ich finde den Bodensee schon schön. Das ist nicht das der ist, Bodensee. Halt die Klappe. Das ist der Untersee. Ja, aber das ist genau dasselbe. Das ist doch kein zweiter See. Das ist Schwäbische Meer. Also, das ist auf jeden Fall der Bodensee und ich finde diese Region hier wunderschön. Also, ich korrigiere. Der Untersee hat nichts mit dem Bodensee zu tun für alle Geografen da draußen. Es ist wirklich ein unabhängiger See. Das ist bedauerlich. Ich finde es aber trotzdem schön hier. Hier würde ich auch wohnen. Oder, René? Ja. Ja, fotografier mich weg. Ja. Mach den Content. Ich würde jetzt hier gerne einen Backflip machen. Hey, Dominik, eins ist da drüben, das Einhorn. Juhu! Ich hätte gerne da vorne den kleinen Tisch. Ja. So, das war eine wunderschöne Reise hier mit der MS Stern Ship. Stern, wie heißt die nochmal? Golden Ship. Nee, Stern. Seestern. MS Seestern. Wir, was machen wir jetzt? Fahren wieder zurück wahrscheinlich, ne? Wir fahren jetzt erstmal Bus. Bus. Erstmal Bus. Und dann gibt's wahrscheinlich auch bald wieder Essen. Wird ja auch Zeit. Cool. Leichte Schlagseite hier, du. Dankeschön. 40 Jahre, die Flitter. Die hieß Cordula Grün. Genau. Und hat den Himmel gesehen. Es geht jetzt gleich an. I'm on a boat, bitch. I'm on a boat. Everybody look at me, cause I'm sailing on the motherfucking boat. Was eine Einlage. Danke, servus. Richtig schön. Boah, guck mal, wie viele Viecher da dran sitzen an dem Boot. So, Freunde, ich weiß nicht, ob die Farbe hier so rüberkommt, aber hier steht gerade ein Defender in so einem Mint. Einfach mit so einer hellen Ausstattung. Ganz ehrlich, als Offroad-Fahrzeug weiß ich nicht, also so richtig so dirty und so, ne? Aber es sieht so unfassbar schön aus. Also, das ist ganz, ganz großes Kino. Wollte ich euch nur mal auf dem Weg zum Feuer gezeigt haben. So, jetzt haben wir das. Ja, hier wird gekocht. Besser, ne? Ja, ne? Der nächste? Nom, nom, nom. Bitte schön. Die haben es gut gemeint. Mal das Gesicht. Leider nicht fertig. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall das Community-Meetup von Frontrunner. Danke auf jeden Fall für diese mega, mega geile Einladung. Ihr wisst auf jeden Fall, wie es funktioniert, Leute glücklich zu machen. Ja, der Rest ist da hinten noch am Essen. Ich dachte, ich nutze die Chance gerade mal für die Abmoderation. Ich hoffe, euch hat das kleine, feine Video ein bisschen gefallen. Es gibt ein kleines anderes Video noch, wo ich euch die eine oder andere Karre hier vorstelle und die Besitzer der Wägen euch die coolsten Gadgets aus ihren Fahrzeugen zeigen. Also seid auf jeden Fall mal sicher, dass ihr den Kanal abonniert, das nächste Video nicht verpasst. Ja, und ansonsten sehen wir uns, weiß ich gar nicht, bei der nächsten Messe oder so. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl.